Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Max Payne 2. Mal einen Schluck Kaffee einschütten hier. Und ab geht's. Binäre Entscheidung. Höre Schritte, erstmal Escape. Ich habe die Hand noch nicht an der Maus. Wow, was zur Hölle? Habe ich also richtig gehört? Geht hier direkt die Post ab. Ah ja. Ja, nun. Das könnte ich mich ärgern, weil ich hätte auch zurücklaufen können. Ich glaube, irgendwo war noch so ein Medikit, ne? Ein Painkiller gewesen, den ich nicht einsammeln konnte. Das ist aus der Erinnerung raus. Das ist natürlich ärgerlich. Weil zum Schluss lief es dann nicht so dolle und die sind alle weg hier. Aber wir werden hier schon durchkommen. Das hätte mir wahrscheinlich das Leben leichter gemacht, ne? So viele steht mal fest. Da drüben steht schon wieder so ein Kästchen. Da ist auch noch eins. Max, was ist los? Das Gebäude fliegt in die Luft. Das ist los! Max? Verdammt! Wow. Okay, da geht's auf jeden Fall weiter, wie es aussieht. Ich wollte ja ganz gerne mal geschaut haben. Hier gab es anscheinend einen Painkiller, ne? Bleibt mir wohl nur eins überspringen, ne? Ha! Ja, das macht natürlich nicht. Aber da steht auf jeden Fall so ein Kasten mit Painkiller drin rum, ne? So viel steht mal fest. Ist halt die Frage, wie kommt man da hin, ne? Ist das irgendwas Secret-mäßiges hier oder wie soll ich das verstehen? Scheint fast so, ne? Aber so ganz knapp schafft man das nicht, ne? Nur ganz knapp. Help! Wenn man da oben gegen die Decke kommt. Ja, kann das noch anschießen, es wackelt. Irgendwie muss man ja darüber kommen, oder? Hep. Aha. Da geht was. Oh, jetzt ist die Frage, komme ich auch heile wieder zurück, ne? Hep. Ja, oh, in der Tat. Okay. Tja.
Also geht es wahrscheinlich hier in der Tür erstmal weiter, oder ich muss doch nach draußen. Sie! Bist du Drecksack? Plopp, erstmal ein Painkiller runtergefallen. Voll gut. Tja. Okay, dann geht's da hoch. Was haben wir hier noch so? Max? Max? Was geht da vor? Er antwortet nicht. Ja, gucken wir erstmal, was hier draußen vor sich geht. War doch hier lang, ne? Ja. Scheint gar nichts, aber ein fettes Gewitter. Okay. RX tut sein komplettes Werk. Dann kommen wir gehen hier mal hoch. Aber hier gibt es noch ein bisschen Zeug einzusammeln wahrscheinlich, ne? Maximal. Ein bisschen Kalaschnikow. Oh, mit den Painkillern stehen wir auch wieder gut da. Okay. Wirf die Regeln über Bord und du gehst mit ihnen unter. Max? Max! Das war nicht mein erster Sturz in dieser Nacht. Ein Vorgeschmack auf das Finale. Immer noch weit vom Boden entfernt. Da! Los jetzt! Max, Gesellschaft. Mona, du musst sie erledigen. Verschaff mir Zeit. Ich konnte nicht ohne sie leben. Eine Richtung. Ich solche Missionen hasse, ne? Das hasse ich wie die Pest, Freunde, das sage ich euch. Das ist genauso wie später die Mission, an die ich mich erinnere, mit diesem Clownskostüm, der Typ da. Das ist halt einfach bäh. So, genau. Schießt, dann ist es wahrscheinlich ganz praktisch. Pff.
Plopp. Wirf die Regeln über Bord und du gehst. Ja. Ich bin nicht in Schussposition. Ich muss mich durch das Gebäude zurückziehen, um besser sehen zu können. Ist nicht so, als hätte ich's eilig. Sollen wir weiter Witze reißen? Oder soll ich losgehen? Geh! Na also. Ich hatte Probleme. Ich konnte nur hoffen, dass Mona einen Platz mit Überblick über den Hof finden würde und die Söldner rechtzeitig erledigen konnte. Ja, Max ist ziemlich am Arsch. Ohne Monas Hilfe wäre ich ein toter Mann. Plötzlich, zum ersten Mal seit einer Ewigkeit, merkte ich, dass ich nicht sterben wollte. Holy shit. Ich hatte Probleme. Ich konnte nur hoffen, dass Mona einen Platz mit Überblick über den Hof finden würde und die Söldner rechtzeitig erledigen konnte. Ich höre schon richtig gerne. Ohne Monas Hilfe wäre ich ein toter Mann. Plötzlich, zum ersten Mal seit einer Ewigkeit, merkte ich, dass ich nicht sterben wollte. Das klingt jetzt vielleicht nach Wiederholung, aber die haben mich im Visier. Ich bin dran, ich bin unterwegs, zum Gerüst auf die andere Seite des Hofs. Mir lief die Zeit davon. Ich richtete meine Augen auf das Gerüst und hoffte, Mona dort zu sehen. Mona, es geht nicht um mich, aber die Typen werden ungeduldig. Können's nicht erwarten, dich zu sehen. Ich bin das Warten wert. Ich bin in einer Sekunde auf dem Gerüst.
Mona, jetzt wäre ein ausgezeichneter Moment für deinen Auftritt. Behalt das Gerüst im Auge, Max, oder du verpasst was. Aber du verpasst die Show. Die Show beginnt in dem Augenblick, wenn ich auf das Gerüst steige. Anderen Hof führt. Ich schau mal nach. Ich arbeite mich durch das Gebäude. Wir treffen uns dort. Und dann gleich verrecken, oder? Mona, ich hab was gefunden, das mich auf den Beinen hält. Das ist gut. Max, habe einen Weg gefunden. Ich komme. Ja, dann speichern wir noch an der Stelle, würde ich sagen. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Max Payne 2. Bis dahin, macht's gut oder besser.